Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront. Ja, natürlich immer noch Beta, was denn auch sonst. Ich weiß nicht, ob wir Drop Zone oder Walker Assault spielen sollen. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Weil da bin ich tatsächlich besser. Einfach nur, weil das... Ja, da bin ich irgendwie halt besser. Bei Walker Assault kacke ich immer rein. Ich würde sagen, wir spielen eine Runde. Drop Zone. Und wir sind auf der imperialen Seite gelandet und dürfen loslegen. Dann schauen wir mal, was denn so in der Runde passiert. Neue Sachen haben wir vorerst noch nicht. Sind auf dem Weg. Oh, die Runde ist quasi schon am Laufen. Unser Team hat ihn schon, den ersten Bot. Seit einer Minute läuft die Runde. Ein bisschen nachgejoint quasi. Dann schauen wir mal. Das ist meiner. Ich muss mich wieder darauf konzentrieren, dass ich jetzt die Rebellen wieder abschießen muss. Alter. Er schmeißt hier eine Granate noch mehr. Aber so langsam wird es besser. Es ist noch nicht, es ist noch längst nicht die Perfektion, aber es ist schon um einiges besser. Es wird immer besser. Ah, da unten nur. Hier, ich passe damit. Noch 4 Leben. Boah, da hat er mich erwischt. Mist. War kurz davor zu regenerieren. Dann hätte ich noch. Alter. Bin gespawnt und direkt wieder gestorben. Das kotzt ein bisschen an. Sehr schön, mein Kill. 2 zu 3. Zu 3. Nein! 3 zu 4 leider. Musste ich da hinnehmen, aber einen guten Kill-Assist noch bekommen. Und da bin ich auch schon wieder dabei. 4 zu 4. Was ist denn jetzt los? Ja, da hat mich von hinten einer. Ja, genau, von oben erwischt. Kill Assist bekommen und sofort war ich wieder weg. 4-6. Das ist ganz gut soweit. Und wir haben jetzt auch gleich unseren ersten. Oh, Bot, will ich gerade sagen, in dem Moment übernimmt er den. Fast 1 zu 1. Jetzt muss ich gucken, dass sie den nicht zurückholen. Beziehungsweise unser ganzes Team muss das schauen. Da ist der. Ich habe den schlecht gesehen wegen dem Braun von seiner Rüstung und dem Felsen, der auch so ein bisschen in der Farbe. Alter! Ah, hat er aber zielgenau geschossen. Hat er absolut genau getroffen. Ah, auch das muss ich leider abtreten an das andere Team, den Pot. Wo landet der neue? Geradeaus. Da unten ist einer, da ist noch einer. Na, ich wollte gerade wieder die Granate schmeißen, aber da war ich zu langsam, das waren 2, ergo einer zu viel. Oh, da kommt mir 2 entgegen und einer ist hinter mir. Was soll ich da an der Stelle anders machen? Dann kommt man wieder hier rein, muss ich erstmal wieder neu orientieren. Ganz guten Kill-Assist bekommen. Jawohl. Wir
so langsam wird's ja doch echt. Echt unglaublich, aber so langsam wird's. Ja, besser. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, dass es so schnell geht. Gut, da war ich leider zu langsam. Muss meine Reaktion weiter schulen, dass es funktioniert. Oh, jetzt die Granate wieder nicht geschmissen, leider. Ja, wir haben unseren Port, sehr schön. 1:2. Wir holen auf. Und es kommt ein neuer. Der landet wo? Direkt vor mir. Den kann ich mir claimen, wenn er mich in Ruhe lässt. Wenn mich alle anderen in Ruhe lassen. Sehr schön. Links. Von links kommt der Beschuss. Ah, direkt vor mir. Hallo. Da war ich zu langsam. 5:12. Naja. Jetzt kommt wieder die Phase, in der es dann ein bisschen bergab geht mit der Quote. Es sind einfach zu viele, die dann auf einen schießen. 3 oder 4 oder so. Ach, da steht noch ein Geschütz. Das habe ich nicht gesehen. Okay, da steht auch noch ein Geschütz zusätzlich. Hahaha, sehr schön, sehr, sehr schön. Noch ein Comeback-Bonus bekommen an Punkten. Jawohl, 6:15. Die Granate hat gut funktioniert. Komm, komm. Haha, ich habe dich da hinten gesehen. Ach nee, nicht so eine Sterbegrube. Das muss nicht sein. Defend the Pot. Bin ja schon dabei. Ich lebe mal ein bisschen länger im Moment. Auch Premiere quasi. Schnell weg, 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 weg. Aber Pass Strike. Der ist gestorben. Jawohl, Leben hat sich wieder regeneriert. Da hinten ist einer. Da unten. Ah, die Granate hat die leider nicht erwischt. Schade. 7:16. Da oben ist noch einer. Oh! Ich hatte ihn fast. Jetzt wird's gerade spannend. Ist gerade auf jeden Fall ordentlich was an Action geboten hier. Oh oh. Wir müssen den wieder zurückholen. Sonst steht es 3:3. Ungefähr eine Minute vor Schluss und dann wird's natürlich ungut. Da ist einer. Ein Rebelle. Oh, da war noch einer. Von da hinten kam der, scheiße. Habe ich nicht gesehen. Ich warte ganz kurz, vielleicht kann ich dann... Ja, jetzt kann ich einen Partner-Start machen, genau deswegen. Da muss ich nicht so weit laufen oder habe zumindest Unterstützung. In der unmittelbaren Nähe. Mann! Wenn einer so direkt vor mir steht, dann werde ich so hektisch, dann funktioniert das nicht so gut. Momentan ist uns, aber den müssen wir jetzt natürlich auch durchgepaukt kriegen, wenn wir gewinnen wollen. Wow, Alter, da hat er mich aber ganz schön abgeräumt. 7 Sekunden noch. Jawohl, 2 Kills gemacht. Okay, dann ist leider auch gestorben. 9:21, ich sterbe immer so oft. 9 Kills ist ja gar nicht mal so schlecht, aber ich sterbe immer so oft. Keine Ahnung,
auch nicht mehr so viele Anläufe brauche. Hinter mir war einer. Ich hab's zu spät realisiert. Da unten so ein kleiner Sackbauer ist, es geht. Ja, wir haben den letzten Pot geholt. Sehr schön. Wunderbar. Zwar letzter mit 9 zu 22, aber zusammen mit dem anderen Vorletzter, was Kills angeht. Punkte, naja, auch ganz okay. Mehr wie 2000 Punkte in der Runde ist für mich selber schon mal für den Anfang ganz gut. Und ich werde tatsächlich auch immer besser, man merkt es vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das so merkt, aber ich persönlich merke es ganz arg, dass es bergauf geht. Und bald sind wir auch Stufe 5 und haben dann quasi alles verfügbar. Müssen dann nur noch ein bisschen Geld sammeln, dann können wir alles voll kaufen und dann sind wir auch waffentechnisch mit dem Besten ausgerüstet, was es in der Beta gibt. Das ist dann natürlich auch gut. Und natürlich hängen wir an die Runde Droppod auch noch eine dran. So wie immer halt. Wenn er weitermachen will, wird, macht, keine Ahnung. Ja. In 12 Sekunden geht's wieder los. Schon 48 Kills inzwischen. Ich mach mich so langsam. Aber gut, ja. So. Los geht's. Schauen wir mal, was die Runde so mit sich bringt. We've identified the position of the first pod. Secure the area and capture it. Will keiner den Pod haben. Den gehe ich denn halt holen, wenn der zu doof ist. Oder den ich holen will, weil er Angst hat, dass er stirbt. Dann hole ich den halt für unser Team. Weil solange die anderen dann nicht angreifen. Ah. Da war ich zu langsam. Komm, go, 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 go. Den kriege ich noch. Na, ist schon weg. Lasst es. Sehr schön. Und damit haben wir den ersten geholt. Na, wurden wieder geholt. Go, 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 go. Wie gesagt, ich sag's nochmal. Ich sag's schon oft genug, aber wenn ich ruhig bin, dann konzentriere ich mich. Und Droppod macht, beziehungsweise Dropzone heißt der Modus, ja, ich sag immer Droppod. Mir persönlich mehr Spaß, weil ich da einfach mehr für mich selber erreiche, mehr greifbare Ergebnisse habe quasi. Zumindest jetzt am Anfang noch, wo ich noch in der Übungsphase bin. Ich laufe auch voll am Pott vorbei und frage mich dann, hä, wo muss ich hin? Ja, da hoch natürlich. Da kommt die massive Gegenwehr. Boah, da war ich eindeutig zu langsam. Super Dark Pony hat mich getötet. Ich warte ganz, ganz kurz. Ja, jetzt kann ich nämlich Partners Start machen. Bin wieder zurück. Wir sind 2 zu 0 vorne. Der jetzt allerdings ist erstmal beim Gegner gelandet. Den müssen wir zurückholen. Ging down. Da oben ist einer. Viel Spaß. Sehr schön. Da ist noch einer oben.
Wieder regeneriert, sehr schön. 1-3 momentan. Sehr schön, 3-0. Den dritten Pot geholt. Man hatte bis jetzt noch nicht so viel Feindkontakt. Alter, die sind ziemlich heftig, die Explosionen. Mein ganzes Team bewegt sich vorwärts. Da will auch ich nicht warten. Da schließe ich mich natürlich an. Komm, komm. Hier außen schon mal zu dritt. Sehr schön zurückgeholt. Aber ich sehe gerade kaum Gegner. Deswegen habe ich auch keine Chance, irgendwelche Kills zu machen. Aber bis jetzt nur dreimal gestorben, das wäre ja schon mal ein Teilerfolg, wenn ich nicht so oft sterbe. Wenn ich dann noch beides schaffe, einige Kills und nicht so oft sterben, dann wird's gut. Aber das muss ich halt auch erstmal hinkriegen. Wie gesagt, Übungsphase und so weiter und so fort. Boah, da wurde ich von hinten geholt, so schnell kann ich nicht reagieren. Und den vierten Pot, jawohl, läuft ganz schön gut die Sache. Jetzt kommt der nächste, dann wird ihn auch holen. Haben wir einfach 5-0 den Gegner mal wegrasiert. Boah, von da unten. Und umdrehen konnte ich mich noch, aber fürs Zielen hat es dann schon nicht mehr wieder gereicht. Da oben war einer. Hab's gesehen. Da oben. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob er noch da steht. Nee, leider nicht. Er schießt hier auf mich. Was soll das? Sehr schön. Wir haben ihn geholt. Und jetzt müssen wir ihn verteidigen, dass den keiner mehr von denen anfasst. Ich sehe mal nach hier oben ab. Die Hälfte haben wir schon. Hallo, nicht ruckeln. Bleib ruckelfrei auf Ultra, das ist eh allergrößte Phänomen, dass das funktioniert, ruckelfrei auf Ultra-Einstellungen. Hier kommt absolut keiner mehr. Gut, das Gegnerteam sind auch nur zu vier, nur zu viert und schon haben wir gewonnen. Dropzone Master, ja, wieder mal. Ich hatte nicht so viel zu tun diese Runde, mein Team hat alles für mich erledigt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao Leute.